Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2016 im Koop mit dem Oberlappen Mulchian. Oberlappen kann man das schon eigentlich, trifft da eigentlich schon zu nach dem letzten Rennen in Monaco. Nach deinem Ausfall dort, ne? Ja, Dann bald kommt der Baku, da kannst du alles wieder gut machen. danke, Guterres. Bitte, immer der Haas. Der wird noch seinen Speck abkriegen, Alter, ganz ehrlich. Nee, also wenn der auf der Qualifying-Runde hinter mir ist, der wird das mal nicht vorbeigelassen. Nee, so bin ich hier nicht. So, Kanada, wir haben den Ultrasoft mal wieder. Ich weiß, das wollte ich jetzt eigentlich nicht auswählen, naja, egal. Passt schon. Also, Reifenverschleiß ist ja auch nicht so hoch hier. Na, Das war ich. fürs Rennen ändert es nicht. Da habe ich einen Ich super. bin auf Hard gegangen, was ich gar nicht wollte. Wenn ich auf Weicher gehe, habe ich im Rennen habe ich noch einen Ultrasoft mehr. Da habe ich anstatt 6, also habe ich 7 von 7 und wenn ich auf ausgewogen habe, steht da 6 von 6. Ich mache ausgewogen. Bist du auf härter gegangen? Noch fährt gegangen, was ich gar nicht wollte. Ich Was wollte auf hast weicher gehen. du denn Ultrasoft im Rennen? Das muss ich jetzt gleich mal nachgucken als erstes. Ich Aber glaube ist eh nicht nicht. so wichtig. Ist eh uninteressant, da du eh den Softreifen fahren musst. Der ist ja Pflicht in Kanada. Hast du ein Setup? Ist viel wichtiger bei dir. Glaube, Ah, wir sind gut. hier mal. Bin ich mal hier ein Testrennen oder ein Ligarennen oder irgendwie sowas Testrennen mal sind mal gefahren? gefahren. Erstmal rennen gucken. Du kannst ja mal Wetter gucken. Ne, ich habe nur einen Superstoff für das Rennen, aber ist eh wurscht. Ich lade schon mal mein Ich Setup. hab keins. 7,6, 70, 70. Ist ja mittlerweile Standard. Ja. Minus 2,8, minus 1,3, 0,11, 0,38. Ja. 11, 11, 11, 2, 5, 5. 82 und 60. 23,0 und 21,1 und 11. Alles klar. Hast du. So, Wetter. Training trocken. Qualifying trocken. Rennen auch trocken. Habe ich überhaupt dynamisch drin? Das sieht nämlich so komisch aus. Aber nicht, dann gehen wir nach dem Training einfach mal raus. Gucken nochmal nach. So, Kanada, mal gucken, ob die KI auch wieder gut ist. Das Training können wir ja mal fahren. So, und dann gehen wir dann am Training nochmal raus und gucken mal nach. Weil das ist komisch, oder? Haben wir so viel Glück mit dem Wetter? Ich glaube das eigentlich nicht. Oh, na, fahren wir mal auf den Zoff mal ein. Sowieso, den Reifen musst du ja eh fahren im Rennen. Kommst du nicht drum herum? Ja, Ultrasoft und dann Soft. Viel Spaß beim Rausfahren aus der Boxengasse, Tobi. Warum? Weil der Sack sehr instabil ist. Ja. Denk daran, Tobi, wir haben ja auch ein paar Schellen, da kannst du dein Auto gerne in die Wand setzen. Ich möchte Tobi nur halt mal wieder vorwarnen. Nicht, dass das gleiche nochmal passiert wie in Monaco. Weil ich habe das Gefühl, das wird in Baku nochmal bei ihm passieren und in Singapur. Singapur habe ich mein Auto aus dem Matt zerstört. Singapur. In den Testrennen. Hab ich mir auch geärgert. Also, locker gut mithalten können. Boah, die Hinterachse mit Zopf ist ja brutal hinten. Ich habe jetzt schon 1% auf den Reifen. Wetterbericht. Denk an die Wall of Champions. Tobi fährt weiterhin, denke ich mal, mit der mittleren Traktionskontrolle. Ja. Manche Zuschauer wollten mal meine. Lenkradeinstellung, könnte eine Nee, Kameraposition. nicht Kameraeinstellungen sehen. Zeige jetzt einfach mal. Ihr seht das. Und das war's. Gemein, ey. Hast du da was verändert an der Kamera? Bist du weiter hinten, oder? Ja. Standardkamera kann ich fahren. Bonjour, der Ja, eine. man muss eh nur die Werte sehen, das reicht doch schon.
Ja, klar. Dann noch Pause. Habe ich ja. Ich meine, Krieg ist weitergefahren. Was ist der Ortstil hier in Kanada? Keine Ahnung. Podium? Denke ich mal drinnen. Mercedes, Ferrari. Renault. Was erwartest du heute von heute Abend, Austin? Also wenn das Video, was hier kommt, ist Austin schon vorbei und ist schon Mexiko am Start. Austin, mal gucken. Nicht viel eigentlich. Ich weiß es nicht. Kann mich nicht viel darunter vorstellen. Mercedes ist schon stark. Bin mal gespannt, was Ricciardo mit seiner Strategie schafft. Auch gespannt. Herr Ricciardo auf Ultra Soft ganz. Nicht abschießen, da abfliegen. Boah, die Kurve da oben ist giftig, ey. Also wie die war genauso giftig. Tobi auf der 4. Hier auch streng in der Liga, das wird hart werden. Weil hier haben wir nur reduziert. Abgerissen. Ey, Pferd. Weil hier kann man ja ein bisschen abkürzen, sag ich mal. Minimal schneller. Wo ein dicker, fetter Fahrfehler drin war. Also den Soft finde ich mich jetzt nicht ganz so wohl. Da bricht schon gerne mal das Heck aus, weil ich der... Reike noch ultra soft. So, Kanada und Aserbaidschan vermutlich noch auf Legende und dann springen wir auf Ultimate, Tobi. Dann geht's ab. Ah, Guterres, moin! Weh, du machst mit. Ah, der hat schon wieder keinen Platz gemacht. Also ganz ehrlich, Haas ist mir irgendwie unsympathisch. Haas ist unsympathisch. Prozent, wie viel Prozent hast du schon? 8, die bauen relativ stark ab. Obwohl der Reifenverschluss relativ niedrig ist. Ja eben, deswegen, ja. Okay, geht eigentlich 8%, also andere Strecken sind dann noch höher. Also da hatte ich endlich mal die Kurven 1 und 2 gut gemeistert. Stimmt, da so ein blöder Guterres wieder im Weg. Mal wieder, ne? Wird aber im Moment hier nicht so dramatisch sein. Die Softs sind richtig scheiße gefahren. Richtig Grip haben die nicht. Die World of Champions, da musst du richtig aufpassen. Im Rennen dann, wir fahren hier 35 lange Runden. Kurze Frage, du wärst am 1. oder am 31. frei? Weiß ich nicht, ich denke mal, 31. ist Feiertag? Informationstag. Und 1.11. ist der Allerheiligen. Den frage ich mir gerade. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ob es bei euch in Brandenburg ein gesetzlicher Feiertag ist? Nämlich nicht überall. Ich glaube ja. 31. ja. Da hat man ja nicht den Geburtstag. An Halloween. Deswegen muss ich das. Frag dich deswegen, dann können wir die Aufnahme produzieren.
Nächstes Wochenende wäre dann Aserbaidschan dran. Freut sich schon drauf. Voll. 1.13.8 ist der Hamilton gefahren. Ultra soft. Kannst du dich noch verbessern? Wir haben eine 16.2 gefahren. Was bist du gefahren? 5. Würde das Ding immer noch gehen. Arcada ist eh mehr deine Strecke, das hat man ja in den Testrennen gesehen. Da bist du deutlich schneller. Österreich auch, oder was? Österreich weiß ja nicht, da habe ich mein Setup nicht gehabt. Österreich bin ich mal gespannt. Ortsstrecke. Aserbaidschan? Aserbaidschan habe ich Bock drauf. Geile Strecke. Wie ein Ricciardo hat die Strecke gefallen muss. Der Ricciardo gefallen Stadtstrecken. Im Ricciardo-Auto. Da wird die ganze Zeit verloren in der Kurve, ey. Bei der Hahn. Eieiei. Das war eng. Eng an der Wand entlang oder was? Ich war schon dran, ne? War schon dran. Muss die Lenkung aufmachen. Ist eigentlich schon Erfahrung damit haben jetzt. Und wir wissen beschädigt. Reifen gehen eigentlich. So 2, nicht immer im Rennen werden es 3% sein pro Runde. Das ist meine Versetzte, aber die Versetzte ist so normal. Die finde ich beim Taurus ganz geil aus und beim Red Bull. Also die V-Kamera, die ist jetzt so ein bisschen versetzt und dann noch relativ hoch, also. Aber hinter mir ist einer. Oh. Ach, ein Haas! Boah, der ist echt so aggressiv in dieser fucking Rechtskurve. Achso, die KI fällt mir fast beim Boxen, bei der Boxeneinfahrt auf. Geil. Weißt du, welcher Sektor mir nicht gefällt? Der zweite. Mir fällt der erste nicht. Also die Kurve, die so rechts, links runter geht. Da kommt so die Wand nah und das Auto will ausbrechen. Und die Kurve, wo ich Vettel 2011 verbremst hat. Danach dann die Rechtskurve. 3% haben wir nicht, so 2%. 2 bis 3, 2,5 ehrlich gesagt. Hab ich an Reifenverschleiß mit den Soft. Also ich muss sagen, bei Battlefield 1, ich habe jetzt gerade eine CPU-Auslastung 77%, 78%, bei Battlefield ist sie bei 80%. Okay, die Runde ist noch richtig, richtig kacke. Auf was spielst du Battlefield? Ich hab gestern ging gar nichts, da musste ich erstmal runterstellen auf niedrig. Ich denke mal, wir jetzt auf Mittel spielen. Alonso. Ich teste mal die Supersofts aus. Was ist denn der Rosberg gefahren auf den Supersoft? 1.14.6. Da müsste ich die eigentlich auch schon fahren. Müsstest du eigentlich, ja. Aber wir wissen ja, dass die KI im Training immer ein bisschen besser ist. Nach 17 Minuten Training. So lang noch? Ja. Bauer nicht voll ausschöpfen. Ich brauche das nicht ganz. Mittlerweile braucht man das nicht mehr. Das war auch dann irgendwann in der früheren Koop-Serie, dann so eine Qualifying-Runde und bumm. Nächste bitte. Also wenn der Reifen schon ein paar Prozent hat, dann wird der unangenehm, noch unangenehmer. Fahrer vor mir. Fahrer vor mir.
Paint ist ja nur schneller, okay. Ich werde gleich die Ultrasoft auspacken. Mach das. Sauber. Was ist aus den Rennen? Weißt du das vielleicht? 21 Uhr. Was hast du gefragt? Ja, genau die Frage. Wann also aus dem Rennen heute ist? 21 Uhr. Danke für die Antwort. 21 Uhr, richtig, ja. 7 Stunden Zeitverschiebung. Die Kurve mag ich hier nicht ohne Friktionskontrolle. So, wir haben jetzt Sonnenschein noch in Aserbaidschan. Gegen. Easy? Ich sehe schon kommen. Ich glaube, das Wetter kann ich gar nicht einstellen hier. Doch. Meins. Also die Softboard dann ja eigentlich nicht schnell ab, aber man weiß ja nie, ne? Im Rennen. Da möchte man gerne eine Einstiegsstrategie fahren und dann geht das dann am Ende doch nicht auf. Ich bin 15.3 gefahren. Du. Oh, oh Gott, diese Kurve. Ja, die Wand ist ja auch sehr nah, Tobi. Auch nicht viel Auslaufzone. So ein paar Kurven, ja. Aber auch nur ein paar, ne? Vektoren habe ich ja noch nicht rausgehauen. Reifenverschleiß hier aus. Boxengasten einfach ist aber dafür einfach. Findest du das eher besser, dass es hier nur so, dass es nur so Zonen gibt, wo du DRS verwenden kannst? Oder so wie noch vor ein paar Jahren, wie 2012 zum Beispiel, wo du überall DRS nutzen könntest? Überall DRS nutzen könntest, wenn man es noch dominanter als. Schon, aber zählt der Motor ja noch mal mehr. Ja, gerade in den höheren Drehzahlen und Honda wäre noch weiter zurück. Ich finde das eigentlich so besser mit den Zonen da. Nur die Zonen könnten teilweise ein bisschen kürzer sein. Manche sind mir einfach viel zu lang. So, wollen wir mal kurz auf die Zeiten drauf gucken. Tobi ist vor mir, das geht gar nicht. Tobi, dass du vor mir bist, geht gar nicht. Perez ist vor mir, das geht gar nicht. Ja, genau, auf den gleichen Reifen, ne? Rosberg 14.6 auf Supersoft, das ist schon eine kleine Hausnummer. 18 muss ich irgendwo noch finden. Top soll 29 Runden nur halten, das ist nicht gerade lang. Ich hab da leider mit ein bisschen mehr gerechnet. So, dann wollen wir mal auf die Qualifying-Seite gehen. Da müssen wir uns ja auch wieder absetzen von der geliebten Konkurrenz. Ich bin da die schönste Farbe eigentlich noch mit Ultrasoft Violett.
Der Purple, das passt irgendwie auch. Der schnellste Reifen. Schnellste Farbe. Ja. Wenn ich so in der Liga fahren würde, würde ich in der Runde eine Zeitstrafe bekommen. Ey, das wird genauso aggressiv. Aber die wollen ja richtig ab, die Ultrasoft. Halbe Runde schon 2% überall. Nicht schlecht, jetzt sind wir auf P6, 6. Platz. Ich habe jetzt nochmal 13. gut gemacht, aber wo ich abkürzt habe, ist unglaublich. Es würde auf streng locker hier Strafen hageln. Richtig. Mein Helg ist aber auch immer in der gleichen Stelle unruhig, ob ich den Kassel. Glaube ich, meinem dritten Gang hier. War nicht das Limit, weil hier verliere ich Zeit. Letzte Kurve, da wird es auch Heck, da wird das Heck auch kommen. Ne, bei mir gar nicht. Gut für dieses Auto anstellen. Auch wieder dezent nah an der Wand. Warum kommt mir das Zeug da immer so gerne rüber? Ich habe ein bisschen Zeit gewonnen. Na. Bei Hamilton und Rosberg, die werden, glaube ich, hier nicht gerade einfach werden. Boah. Hülkenberg stellt sich ja auf Ultrasoft. Hast du schon mal auf Fett gestellt? Mach jetzt gerade mal. Wer hat Zeit verloren, ne? Gerade der letzte Sektor, der wird uns hier Schaden antun. Ja, richtig. Ah, schade. Der Fett bringt schon einiges, musst du mal testen. Ich bin jetzt gerade eine 15-2 gefahren und meine Reifen sind bei 20% Abnutzung. Meine Supersofts.
Die Runde war, das war eigentlich mal, das war doch die beste Runde bisher. Oh, klassisches Untersteuern. Du hast strenge Strafe geworden im Rennen. Aber sowas von. Fliegerrennen wird ja auch wieder Strafnarin, ich sag's dir. War doch gar nicht Kanada. Zweite Saison, wenn dann. Die zweite Saison kann man eigentlich dann. Die ist eigentlich schon safe. Wunderlich. Das Spiel läuft gut. Die Liga läuft Antonio gut. Antonio will da, glaube ich, nicht mehr mitfahren. Ja, muss er gucken, was in Mexiko passiert. Mexiko haben wir doch auch den Ultrasoft. Glaub nicht. Im achten Gang in die Box fahren sollte man nicht. Also ich fahre jetzt rein, mir reicht das 14 Runden. Ich auch, bin 13 gefahren. 15-1 auf Supersoft. Und du? Boah, das war 18 km zu schnell. 14-2 bin ich. Was hast du gesagt? Ultrasoft, 14. langsamer als Hamilton. Okay. 14. das ist eine Welt. Ich finde, das mit den Reifen könnten auch noch ein bisschen besser gestalten, weil das sieht denn echt so nicht aus, glaube ich. Naja. Sieht halt an niedrigen Einstellungen. Naja, das. Nee, Mittel. Okay. Also, das würde auf Hoch auch nicht anders aussehen, aber in echt siehst du halt da wirklich so da. Das sind halt keine Flecken drauf oder so. Sieht aus, als ob da Flecken drauf sind auf dem Reifen. Echt? Bei mir sieht das schön glasklar aus. Okay, müsste man ja gerade gesehen haben. Bin mal gespannt, wie bei dir das Monaco-Rennen ankommt. Alter, am zweiten verliere ich auf deine Zeit 17. Ja, moin. Beiden Sektor, den mag ich gar nicht. Zweiter Sektor war ich richtig langsam. 15-1. Der Fette ist da 15. schneller als ich. Mittelteil. Hey. Hey. Sag da mal gar nichts zu. Okay, da noch 3 Minuten. Es ist noch Reken. Der Reken eine 14-3 auf Supersoft. Das ist auch nur 12. in Anführungszeichen langsamer als deine Runde. Ich glaube, ich muss ja. Ich glaube, wir haben mich hier mit Ferrari. Messen. Wie schneller ist denn der Ultrasoft und Supersoft? Halbe Sekunde? Wenn ich die ausrüste, neue. Halbe Sekunde. Aha. Dann würde ich eine 14 Mitte fahren. Uiuiui. Naja. Ich wäre ja, bereit okay. Fürs Qualifying. Der Rosberg ist nochmal auf einer schnellen Runde auf den Ultrasoft. Seine Outlap befindet er sich gerade. Aber hey, man kann. Ich muss jetzt nicht anschauen. Wir gehen. Wie Tobi sagt, beendet die Session. Wo ist der auf einmal der Rosberg auf der 4? Der hat sich nicht verbessert oder Zeit wurde nicht genau, gewertet. Eins von beiden. Tobi auf der 7, da musste ich schrecken. Guck mal, der Button auf Soft eine 15-4. Der Button auf Ultrasoft. Bei mir steht der Button der Ultra Soft. Bei mir steht der Bottas auf Ups. Was? Bei mir steht der Bottas auf Soft. Der auch. 15-7. Naja, wie dem auch sei, wir sehen uns morgen wieder zum Qualifying dann in Kanada. Haut rein, ciao! Bis dann.